Okay. Ja, hier wird wieder diskutiert. Ich merke das schon. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich auf diesen Viechern landen kann, wenn ich einen Spinjump mache. Und ich möchte es ehrlich gesagt auch nicht leibhaftig erfahren, ob das jetzt gut oder schlecht für mich ist. Also gut für mich ist es bestimmt nicht. Ist ja nicht so, dass er dann sagt, boah, geil, dass ich hier mal wieder auf diesem Stachy rumgelaufen bin, ne? Das erfrischt meine Seele an diesem Donnerstagnachmittag, aber richtig. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal zur Gewohnheit. Nee, das macht er nicht, das sagt er nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das nicht tun wird. Warte mal, ich probiere das jetzt einfach mal. Nein, komm, komm her, komm, komm, Kerle. Ich will das jetzt mal ausdiskutieren mit dir. Nee, das so geht das nicht. Warte mal. Das ist auch gemein gemacht hier. Leute, ich mache hier gerade sozialdarwinistische Experimente und ihr kommt mir hier mit Pantoffeln an. Nein, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Oh! Oh, 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 oh. Ja, weil das so cool aussah. Ich komme da nicht durch. Ich dachte, ich kann da drunter weglaufen. Hallo. Der besteht aus Knochen. Da kannst du doch einfach mal deine Hände benutzen und sagen, nee, ich diskutiere da nicht. Verschwinde. Oh, komm. Rauf da. Oh Gott. Zack. Oh, nein, 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 nein. Geht weg. Bin mal gespannt, was hier für ein Endgegner auf mich wartet, ob die den auch editiert haben. So, hier warte ich ja auf Side-Scrolling. Nee, ist nicht. Ist aber auch so ein bisschen Folterkammer hier, ne? Erinnert mich so ein bisschen an meinen... Ich war ja noch nie in Ägypten, aber wenn ich jemals in Ägypten gewesen wäre, dann würde ich es mich daran erinnern, glaube ich. Ich glaube, das muss ich so machen. Ja, das ist doch wohl. Komm mal her. Los, zack. Beweg dich! Uhu. Nein! Das ist so ein bisschen auf Null kalkuliert hier. Hey. Ach komm jetzt. Warum denkt mein Computer eigentlich jedes Mal, wenn ich hier mit dem SNES-Emulator was aufnehme, dass ich nichts mache? Das verstehe ich nicht. Da kommt immer so ein Scheiß, da steht, ja, da sie gerade nichts machen, wollte ich mal jetzt anmerken, dass ich gerade dies und jenes Update hier laufen lasse. Könnte sein, dass ihr Computer sich dabei ausschaltet oder sich mit dem Bundeskriminalamt in Verbindung setzt. Eins von beiden wird's wohl sein. Aber ist ja kein Problem, du machst ja sowieso gerade nichts. Nein, das stimmt nicht. Ich muss ihm einfach mal sagen, Leute, mein Freund, mein lieber Computer, ich bin hier gerade am Aufnehmen. Ich spiele gerade Super Mario, kennst du das? Da darfst du mich nicht bei stören. Da sollst du nicht einfach ausmachen. Nee. Ist ein Tarrad weggegangen. Habt ihr das gesehen? Bowser's Tower. Ja, von da wollen wir mal die Prinzessin retten. Kampfansage. Ja, ist so ein bisschen dem nachempfunden, was schon im Original da stand. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, was hat uns jetzt die Switch Palace gebracht? Nichts. Bisher. Okay. Kann ich hier eigentlich auch aussuchen? Jetzt mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Im Original, das wisst ihr ja bestimmt alle, hat man hier, glaube ich, jeweils 4 oder 5 Exits zur Auswahl. Und je nachdem gestaltet sich dann auch der Dungeon. Das hier wurde aber so ein bisschen verschärft. Und nein, ich werde nicht alle machen. Oh Mann. Mir reicht schon das hier. Was? 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 Das ist aber... Und jetzt verliert er die Spitze? Oh nein. Oh nein. Ja, ist so ein bisschen buggy hier gerade. Ist schon ein bisschen buggy. Ich überlege mir übrigens, ob ich die SMW Central Sachen hier einfach mal in die Beschreibung packen soll, damit ihr das selber mal euch runterladen könnt, wenn ihr Bock habt. Wartet mal, jetzt sind wir wieder am Anfang, oder? Ich kenne das doch hier. Ja, wäre ja auch nicht Bowser, wenn er sich jetzt nicht solche fiesen Sachen hier überlegen würde. Zum Beispiel Dinge 2-mal machen, 3-mal, 4-mal, 100-mal machen. Aber so schlimm wie bei den Hacks, die ich manchmal zugeschickt kriege, ist es ja nicht.
wo dann irgendwelche Rätsel da gebracht werden und ich muss das Level 10 mal spielen, um dann wirklich alles abzugrasen und zum Exit zu kommen. So, war das was? Hat mir das weitergeholfen? Nein, natürlich nicht. Was? Der hat den Knochen doch... Ach, den einen Knochen, den er in der Hand hat. Der macht mir natürlich wieder Schaden, natürlich. Nicht alle anderen Knochen, die an seinem Körper so rumhängen. Nein, nur der eine. Okay, wollen wir mal riskieren und dann in die Tür gehen? Wahrscheinlich ist sie auch wieder falsch. So, machen wir mal einfach. Haben wir alles gesehen. Können wir mitreden. Kennen wir doch. Waren wir da gerade auch schon? Ist beides das gleiche? Wäre zu doof, ne? Das fände ich jetzt unlustig. Aber hier sind wir am Ende. Deswegen, das wird schon irgendwie... Ah ja, sowas hatten wir noch nicht. Das ist neu für mich. Ich muss aber sagen, dass das hier sehr dem Original angelegt ist, ne? Findet ihr nicht? Also schon, finde ich. Ich finde ich schon. Ich mal wieder als der Typ, der keine Ahnung vom SMW-Hacken hat. Ich bin schon froh, wenn ich da überhaupt einen Yoshi platziert kriege. Ich meine, ihr habt ja meinen Hack gesehen. Damals hier noch Mandingo vs. Priest Runde 1. Ist aber auch schon wieder ein Jahr her. Aber viel besser bin ich bisher nicht geworden. Aber das war mein erster Versuch. Von daher, es kommen Leute. Könnt ihr euch mal gerne angucken. Mittlerweile heißt es übrigens Mad Baron vs. Priest, falls ihr euch wundert, dass ihr nichts findet. Das sind diese Teile, ne? Gehören zu den Dingen, die ich an Super Mario World nicht mag. Aus erwiesenem Grund, weil sie einfach gemein sind. Bösartig, grausam, unfair, fies. Und Stacheln haben sie auch noch. Okay. Aber man muss sich nur merken, wo die Dinger sind. Dann soll das doch wohl irgendwie laufen. Oh, oh, das war knapp. Schon so eine kleine Indiana Jones Nummer hier. Bin mal gespannt, ob... Och, das ist schon... Das ist schon Oberkante Unterlippe hier. Das macht Spaß. Ich warte ja nur noch drauf, dass eins von diesen Stacheldingern da oben, diese Stalaktiten, dass da eine runterbricht. Irgendwie in so einer Situation gerade. Warte ich echt drauf. Und diese Teile, ne? Hui! Hui! Yay! So, und da wartet bestimmt der Standard-Bowser auf. Ja, da ist der Standard-Bowser. Ihr habt mich noch nie gegen Standard-Bowser kämpfen sehen, ne? Habe ich noch nie gemacht. Ich hatte mal einen Super Mario World Let's Play aufgenommen, aber das ist leider mit dem Untergang meiner externen Festplatte auch verschwunden. Deswegen seht ihr mich jetzt erstmal beim Fight gegen Bowser. Ja, da guckt er, der Hühnerstapler da oben. Aber ich hab das Gefühl... Nee, in Phase 2 ist der noch nicht. Der macht am Anfang wirklich so ein Mist. Jetzt wirft er seine Schollis darunter. Und zack. Nein! Das war doof. Mad Baron. Kann doch nicht sein. Okay, komm her. Ich habe mich übrigens immer gefragt, warum das mir keinen Schaden macht, wenn ich zum Beispiel jetzt hier so hinspringe. Aber er läuft einfach so außenrum, wisst ihr? Die Adaption dieses Gegners übrigens in dem Super Mario Film, habt ihr das gesehen? War nicht schlecht. Auf jeden Fall solide. Da saß er, glaube ich, oben in so einer Gondel und hat den gleichen Spaß gemacht wie ihr auch. Irgendwie so komische Bomben runtergeworfen oder sowas. Ja, der war schon... Da hieß er übrigens nicht Bowser, sondern King Koopa, meine ich. Es wird sich wahrscheinlich irgendjemand beschweren, warum ich in diesem Let's Play so viel laber. Ja, das ist Let's Play, Freunde. Das heißt nicht Let's Schweig. Let's Schweig, hab da in der Kirche oder so. Der labert so ein Scheiße, Mad Baron Diabo. Den mag doch keiner. Okay, dann kommen wir hier. Ah ne, hier muss ich springen. Das habe ich ganz vergessen. Da muss ich so machen. Putz. Ich finde das so stylisch, wie seine Gondel auch anfängt zu weinen, wenn ich ihm eine rüberhau. Die muss das doch gar nicht betreffen. Die kriegt ja nichts an den Stirn. Und was ich mich auch übrigens immer gefragt habe, ist, wie kann so ein kleiner Propeller wie der da oben, so ein fettes Vieh wie Bowser, mehr als 3 Sekunden lang in der Luft halten? Das ist so ein kleines Mysterium, das bisher immer noch geklärt werden muss. Okay. Ja, mach mal so einen hier. Zack. Darunter herjumpen ist auch immer schwierig. Kann ich da auch nochmal einen nachlegen? Mal so eine Frage.
Nein, gehst nicht weg, du bist meiner. Lass dich jetzt ja nicht angucken. Obwohl ich glaube, dass zur neuen Phase die Kumpels sowieso sterben, oder? Kann das sein? Nee. Ach, komm! Ja, los, Showdown, Kumpel. Showdown, komm, 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 Showdown, los. Los, komm her. Ich diskutiere da nicht. Wie er wütend wird. Nein! Ja, der Showdown lief natürlich nicht. Da war ich unkonzentriert bis zum Gehen nicht mehr. Was? 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 So böse ist das Flämmchen gar nicht. Okay, jetzt aber so, zack. Da, bumm, Nummer 1. Ich finde das so geil, wenn man dann wieder von seinen Abonnenten ausgelacht wird, dass man von diesem Bowser hier genutzt wurde, der einer der einfachsten Endgegner einer Videospielgeschichte ist. Ja, ganz im Gegensatz zu Georg, oder wie dieser Fisch da hieß. Der war ganz schlimm. So, Prinzessin ist back. Zeit für Bum Bum. Geschafft. Oh. Mario, thank you. Now we can get home in time for my birthday and have a lovely time and cake. Wie er immer nur Kuchen kriegt. Anstatt einfach mal... Nee, das ist nicht vorgesehen, das Kinderspiel passiert nicht. Armer Mario. Ist so ein bisschen Ron Jeremy, ne? Ist so ein bisschen Ron Jeremy. Fällt mir gerade mal so auf. Oh Gott, jetzt habe ich wieder die Bilder im Kopf. Nein, geh weg, du dicker Klempner, raus aus meinem Kopf. Nein, ich will das nicht. Okay. Ich bin schon sehr dankbar, dass jetzt gerade kein Abspann kam. Deswegen gehen wir mal hier rein. Und hier ist Mushroom Kingdom. Oh, das ist ja nice gemacht hier. Hallo, kommen wir da rein? Okay, ist das ein Level? Definitiv ein Level, hallo? Ja, ihr schuldet mir ja auch noch eine Feder, ne? Das ist... Freunde? Ich frage mich gerade, wie ich da hochkommen soll. Lalalalalala. Nein, das funktioniert so nicht. Das ist so gemein. Lass den armen dicken Klempner doch nicht hier so springen. Mensch. Und... Hier muss doch irgendwo eine Feder sein. Verdammt. Ja! Dieses böse Teil ist bestimmt... Jawohl! So, jetzt seht ihr mich übrigens, glaube ich, sogar das erste Mal beim Fliegen. Ja, das habe ich gut gemacht, ne? Ich kann gut fliegen. Ich kann mega gut fliegen. Ich bin der Pilot vor dem Herrn. Ron Jeremy mit Cape. Okay. Peach's Castle? Thank you for coming to my birthday. Princess WP Will Powers. Hey Leute, nee, jetzt ernsthaft? Press up, ach so. Ich wollte schon sagen. Yeah. You are beautiful. The end. Oh. Mario Level 1. Nintendo. Exit. Ich bin wieder so doof. Ich kann einfach nicht mehr lesen. Wenn da Press steht, mein Kopf sagt bestimmt, ja, das ist von Princess. Nee, yeah. Ist nicht. Man liest immer nur das, was man lesen will. Das ist wirklich ein kognitiver Prozess, Leute. Das könnt ihr nachgoogeln. Nein, nee, googelt das lieber nicht. Geht in irgendeine Bibliothek und schlagt das nach. Wenn ihr das googelt, da kommt wieder irgendwie so eine, keine Ahnung, gutefrage.net. Obwohl die meisten Fragen bei gute Fragen eigentlich blödsinnige Fragen sind, die man selber eher googeln kann. Aber... Ich will jetzt nur mal was ausprobieren. So, bitch, please. Okay. Aus reiner Neugier. Okay, das ist ja schon ein bisschen Feuertaufe hier, was Fliegen angeht, ne? Das ist schon Fliegen für angehende Vollprofis. Oh Gott. Aber da darf ich mich natürlich nicht von diesem Typen hier beißen lassen. Okay. Ich
Ach so. Ach, was ist hier denn los? Was ist hier denn los? Habt ihr das gesehen? Was ist... Kann ich da weiter? Hey, komm mal her, Kumpel. Komm her. Ja, du darfst mich sogar beißen. Oh Gott. Jetzt ohne Scheiß. Leute? Okay. Okay. Ach, das ist aber ein bisschen doof hier mit diesen Invisible Blocks. Wenn du nie weißt, wo die sind. Aber ist schon lustig, dass man hier doch weiterkommt. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte wirklich, das wäre nur so ein bisschen Spielerei, wo man am Ende durchfliegen kann. Okay, dass man weiterkommt, hätte ich gedacht. Aber dass man da fliegen muss, dachte ich eigentlich. Aber nö, das ist ja viel besser hier so. Und 3 extra Leben. Ist schon ein bisschen tricky gemacht. So, dann wollen wir mal aus diesem Level hier raus. Und ja, dann würde ich sagen, hätten wir das geschafft. Dieser Hack wäre damit beendet. Kuchen gibt's, lecker, geil, macht Spaß. Und ja, ich würde sagen, ne, dann sehen wir uns beim nächsten Video, Freunde. Komme ich hier eigentlich noch rein? Nö. Und tschüss, bis dann.